Diese Spritze könnte ein Leben retten. Die Impfstoffe sind gegen Grippe und Masern. Es ist noch sehr früh am Morgen, aber die ersten Patienten sind schon da. Im provisorischen Krankenzelt geben die Flüchtlinge so gut es geht Auskünfte über sich. Sie sind froh über jede medizinische Hilfe. Die, die herkommen, verstehen, warum wir das machen. Diese Mutter hat gerade ihre kleinen Töchter gegen Masern impfen lassen. Sie treten immer häufiger auf. Gerade bei Kindern, erzählt Caroline Gollet. Die Ärztin befürchtet den Beginn einer Epidemie. Hier leben die Menschen völlig zusammengepfercht, hautnah aneinander. Es reicht, wenn einer hustet. Masern sind hoch ansteckend. Und die Menschen hier unter diesen Bedingungen sind sehr geschwächt und anfällig. Hier in Grandsainte, nahe der nordfranzösischen Hafenstadt Dünkirchen, stranden immer mehr Flüchtlinge. Rund 2500 Migranten, vor allem Kurden, hausen in heruntergekommenen Zelten und selbstgezimmerten Baracken. Die Zustände verheerend. Asim kommt aus dem Irak. Er sei vor der aggressiven Polizei in Calais geflohen, erzählt er. Jetzt harrt er hier aus und versucht wie tausende andere inmitten von Dreck zu überleben. Weil der französische Staat die Notsituation ignoriere, erklärt die Ärztin Gollet uns, bauen sie als Hilfsorganisation jetzt selbst ein Flüchtlingslager auf mit wetterfesten Zelten und anständiger Versorgung. So, das ist hier eines von rund 500 Zelten, die hier insgesamt aufgebaut werden sollen. Es ist überhaupt das allererste Mal, dass Ärzte ohne Grenzen überhaupt so ein humanitäres Lager, ein permanentes Lager in Frankreich errichten. Rund 2 Millionen Euro investiert Ärzte ohne Grenzen in den Aufbau des Lagers. Die Gemeinde gab grünes Licht und stellt das Gelände zur Verfügung. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Es soll eine richtige Infrastruktur entstehen, um den Alltag der Flüchtlinge deutlich zu verbessern. Wir haben hier auf dem gesamten Gebiet die Erde mit einer wasserdurchlässigen Plane unterlegt. Dazu kommt ein Gemisch aus Sand und das verhindert, dass Schlamm entsteht und hochsteigen kann. Hier haben wir richtige Straßenbeleuchtung installiert, auf der gesamten Länge des Lagers. Das ist wichtig, auch um die allgemeine Sicherheit zu erhöhen. Bei den Bewohnern der Gemeinde Grandsainte trifft das neue Lager auf Widerstand. Viele kritisieren ihren grünen Bürgermeister für seine öffentliche Unterstützung der Flüchtlinge. Es reicht uns, wir haben es satt, wir erleben hier Aggressivität. Das hängt am Ende alles an der Gemeinde, damit fangen wir uns nur Kosten ein. Bei ihnen zu Hause herrscht Krieg und ein bisschen bringen sie das auch mit. Trotz der Plüschtiere, für Kinder ist das hier alles andere als ein Abenteuerspielplatz. Vor allem für sie würde das neue Lager mehr Sicherheit bedeuten. Ihr jetziger Alltag ist sehr gefährlich. Ob sie das neue Quartier überhaupt noch beziehen werden, ist allerdings völlig unklar. Denn die meisten Flüchtlingsfamilien haben nur ein Ziel, die Flucht weiter nach Großbritannien.